Einen mache ich noch. Sonst bin ich unzufrieden. Aber der letzte jetzt. 0.47 Uhr. 1 Uhr ist Feierabend. Ich werde von diesem blöden Taxi träumen wahrscheinlich heute Nacht. So. Durch das Loch. Hoch, 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 hoch. Nein, nicht zu hoch. Runter. Runter. So. Schön. Schön reingleiten. Nicht nervös werden. Alles gut. Läuft. Zack. Was? Per 3? Sonst wollte er doch immer hier unten auf die 6. Oh, was ist das denn für ein Assi-Gast, ey? Echt? Blöd. Ja, hat er davon. Verdammt. Klein hier nach groß hier, nicht gegensteuern, genau. Nicht gegensteuern, man bleibt einfach da oben erstmal kurz stehen. Ey, das Fahrwerk geht auch immer wieder von alleine rein. Wie bescheuert ist denn das? Das macht mich fertig. Das macht mich einfach nur fertig hier, ey. So, jetzt ganz ruhig. So, wo wollt ihr hin? Auf die 2? Auf die 2. Gut. 2, kein Problem. Kein Problem. Ich muss nur ruhig bleiben. Oben auf der 3 oder was? Oh Gott. Ich sehe kaum noch was hier, ey. So. Aber ich hab's geschafft, durchgesteuert. Sehr gut. So, jetzt die 3 hier, komm. Nein, nein, so. Bleib draußen, du blödes Fahrwerk. War doch easy. Ganz leicht. Auf die 4. Oh, ich brauche hier in meinem Nerdroom auf jeden Fall eine Klimaanlage, ey. Geht so nicht weiter. Wie soll das denn im Sommer werden? Na gut, da habe ich auch keinen Pullover an, ne? Ach ja, so, wo geht's hier auf die 5? Und der Sprit wird knapp. Die 5 wird dann auf die 6, von der 6 auf die 7 und dann oben raus. Da kann ich mir immer noch überlegen, ob ich tanken fliege. Oh, nein, 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 ich brauche nicht tanken fliegen, ich brauche nicht tanken fliegen. Ich bin abgestürzt, alles gut. Ich habe den harten Tankkurs gemacht. Ah, oh, hier läuft nichts, ey. Nichts läuft rund. So. Auf die 7. Okay. Gehen wir hin. Nein. Oh. Es hat wenig Zweck, glaube ich, ey. Es hat gerade wenig Zweck. Aber ich probiere es trotzdem. Ich beiße mich durch. So. Jetzt nochmal auf die 7. Sehr schön. Sehr schön. Es beruhigt mich alles sehr hier. So. Jetzt auf die 6 und dann oben raus. Und noch 2 Taxis. Sehr schön. Damit wird es gehen. Aber oh, wenn ich eben nicht so bei dem Labyrinth so versagt hätte, ne? Das foppt mich viel mehr, ey. Aber das hier foppt mich auch. Ach nee, komm. Ist ja der erste Level. Nochmal. So. Aber der letzte Versuch jetzt. So. Wie deine Passagiere, die beißen ins Gras. War das eine spitze Bemerkung auf irgendetwas, was ich gesagt habe? Oh. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, was ich vorhin gesagt habe. So. Komm, du bist auf die 2, dann auf die 7 und dann oben raus. Ja, 2, sehr gut. Die Passagiere sind mir auch am liebsten, die hier auf die 2 wollen und nicht irgendwo da oben raus. Ist ja nicht so, dass das 3 Meter zu Fuß sind, aber... Faulheit siegt. So, jetzt oben auf die 4, okay. Nee, gar nicht, okay. So,
Komm, jetzt aber hier. Jetzt, oh, jetzt geht's wieder los. Oh, ich krampfe hier richtig um den Joystick, ey. Ich werde morgen wahrscheinlich irgendwelche Muskelkater in der Hand haben oder so. Okay, auf die 1. Na, ich werde da auf jeden Fall nochmal runter müssen und das nicht zum Tanken. So, jetzt auf die 3. 3 auf die 7 und dann noch einen abholen, um rauszukommen. So hätte ich das jetzt gerne. Die 5, okay. Sprit wird langsam knapp. Nur noch die Hälfte. Aber jetzt bin ich hier schon gerade schon wieder so. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und jetzt. So. So. Sehr schön. Genau, jetzt auf die 7 und dann raus. Ah. Ja, mit dem Sprit schaffe ich es auf jeden Fall noch raus, wenn ich nicht irgendwo gegenfliege. Ja, ich bin weiter als in meiner Kindheit gekommen. Ich bin viel, viel weiter gekommen als in meiner Kindheit. Wie gesagt, beim Kaktus-Level war meistens Feierabend. Dieses Congratulations, das habe ich ganz selten gesehen. Ich glaube, ich habe das nur gesehen, wenn mein Vater das gespielt hat. Ah. So, Labyrinth. Ah, meine Hand tut weh. Das ist der Joystick-Krampf. Den kennt man auch nur, wenn man mit diesen Computern groß geworden ist. Ein weit verbreitetes Phänomen. So. Ich nehme wieder den Weg hinten rum und diesmal probiere ich, möglichst nicht zu schnell zu fliegen, um nicht wieder oben anzuecken. Beziehungsweise rechtzeitig abzubremsen. So. So. Ah, gut. So. Okay. Sprit noch ganz gut. Sollte klappen. Volle Konzentration. Denke nur an das Taxi. Du und das Taxi, ihr seid eins. Es gibt keinen Computer dazwischen. Es gibt nur mich, das Taxi und diesen Joystick. Alles wird gut. Die Erde ist eine Scheibe. Ah, läuft doch. Bis hierhin. So, abbremsen, Gas geben. Nur nicht zu viel. Wie habe ich das denn vorhin geschafft mit so wenig Sprit? Der Sprit geht mir jetzt hier aus. Ja, bin ich wahrscheinlich irgendwie dann nur so durchgerast, oder? Oh! Auf jeden Fall weniger Sprit als letztes Mal. Aber geschafft. Hervorragend. Wenn Ärzte den Joystick rausoperieren müssen. Ja, genau. Oh, jetzt geht's hier wieder los. Wie war das, wenn man nach unten war, nach oben? Genau, nach oben war nach da, nach rechts war nach da. Okay. Alles klar. Das könnte auch ganz gut zu schaffen sein. Und dann sind wir auch schon wieder in diesem komischen Bremslevel. Glaube ich. Oh, das sind die besten Kunden, die direkt auf demselben Pad wieder erscheinen. Sehr gut. Auf Pad 3, ja. Da habe ich schon wieder falsch gedrückt. So. Jetzt nur nach oben drücken, nicht nach rechts. So, genau. So. Ah, gut. Invertierte Steuerung ist echt Hölle. Aber ich komme erstaunlich gut damit klar.
Weil vor allem, es ist ja nicht einfach nur hier Gegenteiltag angesagt, sondern die Steuerung ist ja komplett verdreht irgendwie. So, auf die 5 und das müsste schon der letzte gewesen sein, oder? Danach sollte keiner mehr kommen. So. Ja, raus, sehr gut. Bloß kein Risiko eingehen. Fast Break. So. Weiter geht's. Nicht gegensteuern. Nicht gegensteuern. Aber schnell durch. Und dann nicht gegensteuern. Nicht gegensteuern. Nicht gegensteuern. Nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Nicht nervös werden. Alles gut. Läuft. So. Oh, Patsy. Jetzt wär, wenn ich jetzt da oben durchgeflogen wäre und dann wäre der Knirsch hier unten auf Pad 7 auf einmal entstanden, ne? Dann hätte ich aber geflucht. So eine Gemeinheit. Der wird auf die 2. Oh, da kriege ich sogar Geld. Geld zum Tanken. Sehr gut. So, sind die schon mal abgearbeitet so ein bisschen. Jetzt auf die 3. Nicht gegensteuern, nicht gegensteuern, nicht gegensteuern. Aber volle Granate! Was war das? Da bin ich wohl irgendwie etwas schief gewesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt auf einmal plonkt man da oben nicht mehr oder was? Muss man da nur einmal durch? Moment mal. Echt jetzt? Ich probiere es mal vorsichtig. Nee, jetzt geht's wieder nicht mehr. Was ist denn da los? Das verwirrt mich alles so. Es ist so spät und meine Hand tut weh und ich bin ein alter Mann und jammere rum. Oh. Boah, auf die 6 war klar. Nee, tanken brauche ich nicht. Ich glaube, tanken versuchen wäre Verschwendung bei dem Level. Hier so oft kaputt. Wo will der hin? Auf die 6? Okay. Oh, meine Hand zwirbelt, ne? Von dem Krampf gerade. Ah. Nicht die Steuerhand, die Festhalthand. Oh nein, jetzt muss ich wieder da hoch. Und dann wieder da runter. Erstmal gucken, ob das irgendwie... Vielleicht muss man immer erstmal testen, ob das hier geht. Okay, und dann mit Schmack jetzt da durch. Oder ich war vielleicht zu schnell. Oder ich habe zu lange nach oben gedrückt und habe nicht rechtzeitig losgelassen. Also statt gegen zu... Nein! Komm wieder, komm wieder, komm wieder, komm wieder. Ja, Gott sei Dank. Ah. Oh, ich habe keinen Sprit mehr. Oh, okay. Vielleicht hätte sich das Tanken hier doch ein bisschen gelohnt. Ja, bitteschön. Nein. Oh, während die sprechen, Spielpause oder was? Ah. So, 4 und 4 will dann raus. Das könnte ja doch noch hinhauen, so ein bisschen. Mach mal Pause. In diesem Level fallen nicht nur die Aktien eines Taxiunternehmens. Ja. Moment mal, mein Taxiunternehmen ist doch super. Also echt. Ja, ich sollte mir vielleicht so eine Taxifahrermütze besorgen. Und die aufsetzen. So, will der eigentlich schon raus jetzt? Oder habe ich noch irgendein Pad, was ich nicht angefahren habe? Nee, 2 glaube ich war ich noch nicht, oder? Doch. Okay. Einmal gegenplingen.
zum Testen und dann. Dann durch. Jawohl, so. Puh, so, jetzt kommt dieser komische Level, wo ich nicht so hundertprozentig weiß, wie und was und warum. Auf jeden Fall ist der voll mies, ey. Aber weil die Dinger, die kommen auch so schnell, dass man die gar nicht so richtig... So richtig, man kann gar nicht ausweichen. Das ist einfach nur Glückssache. Jetzt auf die 4. Hat er mich gerade nochmal so hochgeflumpt, oder was? Ach ja. Da gehen sie hin, meine Taxis. Ja, nee, ey. Oh, nein, das ist der da oben. Ich glaube, die Bälle tun einem nichts, wenn man Gas gibt in irgendeine Richtung. Ist, glaube ich, egal in welche. Man muss einfach nur das Triebwerk anhaben. Dann passiert, glaube ich, nichts. Nein, jetzt fahre ich ihn schon wieder um. Ach, Mann. Blödes Spiel, ey. Ganz ehrlich. Oh, jetzt geht es mir langsam, geht es mir um Keks. Das frustriert mich so sehr. Okay, das meine... Man muss Gas geben, Theorie wurde soeben widerlegt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Jetzt auf die 5. Ich habe keine Tankstelle, ich habe kaum noch Sprit. Wie soll das denn hier funktionieren? Naja, irgendwie wird schon. Boah, ganz auf die Kante. Das war genauso gewollt. Weil ich so ein super Taxifahrer bin hier. Oh Gott. Ich halte einfach meine Klappe, glaube ich. Es ist einfach zu spät. Ich spiele es jetzt schon zu lange, glaube ich. Nein! Geht nicht. Game over. Nee, ich mach keine, hat keinen Zweck. Meine Hand tut weh, ich mach keine Runde mehr. Ich schau mal, dass ich vielleicht demnächst noch mal hier die Nachtschicht mache. Die will ich auf jeden Fall noch schaffen. Und ja, danke, dass ihr zugesehen habt. Und ja, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal.